Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Grand Ages Medieval. Bei uns in unserer neuesten Stadt Timisoara oder irgendwie so heißt sie, ne? Timisoara, genau. Komischer Stadtname, also was heißt komisch? Mir einfach gänzlich unbekannt und ja, warum haben wir diese Stadt gegründet? Ich wollte doch weitermachen. Ja, wir haben sie ganz einfach gegründet aus dem Grund, dass es sich mal wieder bewahrheitet. Murphys Gesetz gilt doch, es gibt Murphys Gesetz, also ne, falls für diejenigen, die es nicht kennen, alles, was geschehen kann, wird auch geschehen irgendwann, ne, das ist so Murphys Ansatz und ja, es ist natürlich passiert, wir sollten, also Ursprung war ja, wir sollten in Konstantinopel 60% Beliebtheit haben, das, ja, ist uns gelungen beim letzten Mal. Und dann hieß es so, mein Freund, jetzt tust du in Thessaloniki mal noch bitte eine Kirche bauen. Wir haben eine Kapelle, aber wir sollen diese aufwerten zur Kirche. Und das Problem an dieser Stelle ist, dass wir hierfür eine Freischaltung in der Infrastruktur brauchen. Und wir haben, also ich in diesem Fall mal wieder, habe ja leider beim vorletzten Mal unseren letzten Entwicklungspunkt verballert. Weil ich mir gedacht habe, das brauche ich eh nicht mehr. Tja, großer Fehler. Immer dann, wenn man es braucht. Kleine Sünden werden sofort bestraft, so in diesem Fall. Also wir müssen jetzt warten, bis wir mehr Gebietsanspruch haben. Und deswegen haben wir beim letzten Mal dann auch gesagt, wir gründen eine neue Stadt. Timisoara. Genau. Das in aller Kürze, wenn man das so nennen kann, dass es kurz war. So, hier wird fleißig produziert. Die Metalle, die bei uns ja eh ein bisschen knapp sind, Werkzeuge, die ein bisschen knapp sind und auch Bier, Früchte schadet auch nicht, wenn man sie hat. So, Constanta, wie sieht's denn hier aus? Hier ist der Händler gerade vor Ort. Guten Tag. Servus. Was ja. Genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Nix will ich da, pass auf. 75.000 kriegst du wie beim letzten Mal. Ich nehme euer Angebot an. Ja, genau, und dann gibt er uns wieder hier ein bisschen, ne, Sympathie. Weißt du was, das geht mir genau zu langsam. Da, du kriegst noch ein Bündnis, 250.000, so. Ich kann dieses Angebot leider nicht annehmen. Schau euch das mal an. Der will 500.000. Was genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Du kriegst 450.000. Ich nehme euer Angebot an. Alter, das hat nicht einmal was gebracht von der Sympathie her. Ui, früher ging da die Sympathie nach oben, wenn man hier im Rang aufsteigt. Im Bündnisrang. Boah, also Freund, du bist ja echt mal... Also wenn ich es jetzt nicht so übrig hätte, dann hätte ich mir jetzt tierischen Arsch gebissen, du echt. Ich bin am überlegen, ob ich meine Truppen da anrolle und die mit den Hintern dreht. Das würde dann schneller gehen, aber das kann ich nicht bringen. Boah, vor allem 45.000, das dauert wieder ewig, bis wir die Stadt platt gemacht haben. Das dauert wieder ewig, dann könnte ich genauso gut hier noch ein bisschen erobern und will dann, aber das will ich natürlich nicht. Ah, schaut doch mal hier, Flora hat sich schon wieder gut erholt. 48.000, ne, nachdem wir die Stadt ja eingeheimst haben. Naja. So, also wir drücken ein bisschen aufs Gas. Ich gehe mal auf Faktor plus 3 von der Geschwindigkeit her. So, jetzt müsste hier die Schmiede eigentlich bald mal fertig sein. Jawohl. Wie sieht es mit den Arbeitskräften aus? 16 freie Arbeitskräfte. Die Stadt wächst und wächst. 900, jetzt sind wir wahrscheinlich gleich bei 1000. Sind die ersten 1000 gleich drüber. Witzig. Jawohl. Rang Fürst, schaut euch das an. Mensch, das ging ja dann doch schnell. Jetzt sind wir über 1000 schon. Klasse. Also, hat es doch was gebracht. Ja, ich habe wahrscheinlich in der Vergangenheit zu wenig den Zeitraffer benutzt. Und manche Dinge ziehen sich einfach ein bisschen. Also, Kirchenbau. Bestätigen, jawohl. Dann bauen wir jetzt hier den neuen Gebetstempel. Ja, mach ich. Gib Ruhe. So, also, jetzt bauen wir hier mal ein. 36 Wochen dauert es. Puh. Junge, Junge. Sehen wir das eigentlich, den Baufortschritt? Den sehen wir doch irgendwie, oder? Hier ist die Kirche. Genau. Sieht man hier schon, da wird das Dach dann neu eingedeckt und alles, ne? Wird ein bisschen erweitert, sehr schön. So, ja dann bleibt uns eigentlich nichts zu tun, außer noch ein bisschen Gas zu geben mit dem guten alten Zeitraffer. Und hier oben können wir zuschauen, wie unser Kontostand zunimmt und die Woche für Woche, ja... im Zeitraffer quasi vergeht. So, jetzt schauen wir uns den hier nochmal an. Was gibt es zu bereden? Dann brauche ich dich eigentlich gar nicht mehr, oder? Von der Sympathie her. Wobei, jetzt habe ich schon so viel investiert. Was genau bietet ihr mir? Und was wollt ihr dafür haben? Ach ja, ich könnte mal jetzt ein bisschen...
Boah, das ist aber teuer. Ich könnte ja mal einfach so ein bisschen rumspinnen. Was bringt uns das? Fleisch? Nö, Metallwaren, Tuch, Backwaren, Keramik. Ach, da sehe ich, wie viel ich habe. Das ist ja interessant. Weißt du was? Ich habe genug Salz. Kriegst du mal 500 Salz. Ne? Sehr schön. Das ist also abgemacht. Ah ja, so kann ich quasi auch meine Lagerbestände ein bisschen dezimieren, wenn ich welche habe. Man lernt immer wieder dazu, ne? Interessant. Ja klar, Holz könnte ich dem jede Menge aufs Auge drücken. Den könnte ich ja zuschmeißen mit Holz. Könnte ich eigentlich mal machen, gell? Gut. Guten was Tag, genau ja genau, pass auf, da schaut, kriegst nochmal ein bisschen Holz. Was wollt ihr dafür haben? So, Holz, 5000, was noch, so viel kriegst du nicht. Kriegst 3000 Holz, so. Ich nehme euer Angebot an. Danke, ja, freut mich wie Sau, das hat ganze 5 Punkte gebracht, mein Gott. Ist dieser alte Gierschlund, das ist ja nimmer normal. So, was bringt der zurück? Oh, der bringt jede Menge Zeug schon mal zurück, ist natürlich nicht ausgelastet, das wissen wir. Es dauert so, wie viel bringt er hin? 500. Boah, stolz. Das ist flott. Das ist flott. Da reichen diese paar Karren gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da wäre ich jetzt von ausgegangen, dass der das ganz locker packt. Unglaublich. Was brauchen denn die hier? Das ist doch, das sind 16, ja, wobei es sind 1600, gell? Bald 1700. Ja, vielleicht auch für die Kapelle. Vielleicht hat er noch so viel Material für die Kapelle geliefert. Das wäre möglich. Naja, aber so schnell, wie wir jetzt diese Stadt aus dem Boden gestampft haben, sind wir zufrieden. So, pass auf, was macht die Kirche? Der Baufortschritt, ja, das dauert noch. Na gut. Zeitraffern wir noch ein bisschen, ne? Schauen wir dem Kollegen noch ein bisschen zu, wie er hin und her wackelt. Jetzt auf dem Hinweg, jetzt braucht er schon wieder nicht mehr so viel. Der gute Timmy. So, den wir ziehen los. Bautrop schicken wir wieder zurück. Wie sieht es denn konstanter aus? Guten der, Tag. Mein Gott, ey, der regt mich auf. Was genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür der haben? Der regt mich auf, pass auf, ich will Sympathie haben und zwar flott. Ich nehme euer Angebot. Macht es. Ja, wir holen uns die Stadt jetzt. Das ist mir jetzt zu blöd. Den kassieren wir jetzt ein und dann ist gut. Wenn wir haben genug Kohle, also pfeif drauf. Bin mal gespannt, ob wir mit dem guten Banas da oben noch irgendwie in den Krieg ziehen. Guten Tag. Ob wir dem noch was irgendwie genau eine auf die Schnauze hauen. Boah, das Gelaber von dem regt mich haben? Auf. Einverstanden. Immer der gleiche Dex. Schaut, dass man das nicht ausschalten kann. Das gab es ja in Patrizia auch, ne? Patrizia 4. Pro Stadt war es ja immer so, dass sich da der Konkurrent oder die Konkurrenten gemeldet haben. Immer wenn irgendein Ereignis eingetreten ist. Aber die haben es dann auch irgendwann gut sein lassen. Aber der sabbelt einen ja jedes Mal voll. Der hört ja gar nicht mal auf. Guten Tag. Was und genau immer den gleichen. Bietet ihr mir? Boah, nee. Und was wollt ihr dafür haben? Halt die Backen. Verstehst? Sei einfach still. Ich so, danke, ja. Nächster Zeitraffer. Ja, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen langweilig. Das kann ich absolut nachvollziehen. Guten Tag. Guten Tag, ja. Aber wenigstens ist er höflich, ne? Er ist immer sehr freundlich und begrüßt uns immer sehr anständig. Guten Tag. Aber ich darf... Oh, die Kirche ist fertig. Habt Dank für eure Mühen. Ja. Wisset für euer nächstes gutes Werk. Es ist die Nächstenliebe, die den Christen ausmacht. Nächstenliebe auch zu jenen, die euch fremd sind. Zeigt den Menschen, wie der Glaube Berge versetzt. Bringt jene in den Schoß der Kirche, die ihr bisher nur mit halbem Herzen folgten. Und tut es friedlich, wie ein wahrer Christ. Ach, wir sollen die Stadt Izmir uns einverleiben mit diplomatischen Mitteln. Ach Gott, das haben wir doch alles schon gemacht. Eine super Izmir. Oh Mann. Das ist ja die Stadt, an die wir diesen Prunk und die Kleidung geliefert haben, ne, wo wir den Senatoren geschmeichelt haben.
guten Tag. Guten Tag. Was genau bietet ihr mir? Und was wollt ihr dafür haben? Ich nehme... Ja, genau. Und gute Nacht. Ich nehme auch gleich, verstehst? So, das ist der Veliko-Transporter und das ist der Constanta-Transporter. So, ich muss jetzt leider warten, bis ich Constanta einkassiert habe, weil zuvor habe ich keinen freien Händler. Das ist mein Problem. Wie schön. Wie schön. Was? Jetzt hat was anderes gesagt. Wie schön, euch zu sehen. Was möchtet ihr denn mit mir besprechen? Mein Gott, kann der schleimen. Ey. Schaut euch den an, ey. Alter Falter. Alter Schleimbolzen. Wie geht nicht. Was falsch war? Was ist das hier? Überproduktion, Wolle. Ah ja. Okay. So, Freunde, wie geht's uns hier? Keine freien... Na, hier sind freie Arbeitskräfte. Okay. Na, passt doch. Jetzt haben wir genug Werkzeuge. Läuft. So, ich will jetzt Constanta. Verstehst? Ich will jetzt Constanta haben. Wie schön, euch zu sehen. Ich kann mit dem ne Quatsche. Warum nicht? Warum kann ich mit dem ne Quatsche? Jetzt. Pass auf. Ihr habt mir etwas anzubieten. Ah, jetzt Quatsch. Also jetzt sabbelt er irgendwie komplett anders, ne? Kaum haben wir 70% Sympathie. Einverstanden. So soll es sein. Ja, ich hab dich gleich, Junge. Du gehörst bald mir. Früher oder später kriege ich dich. Nee, noch nicht. Dauert noch. Ist natürlich blöd jetzt in der Zeit, wo ich nichts machen kann. Da verliere ich wieder viele Punkte. Wie schön. Ja, wie schön das ist. Genau. Eigentlich ist es gar nicht schön, wenn ich hier Punkte verliere. Wie schön. Oh, Leute. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den echt militärisch erobert. Das, ach, gesabbelt ist. Ach, Leute, du. Jetzt da. Wie schön. Oh. Ihr habt mir etwas anzubieten. Ja, hab ich. Stell dir vor, pass auf. Hier. Einverstanden. Einmal noch und dann bist mein. Oh, Konstantinopel hätte eine Aufgabe für uns. Schade, das hätte ich jetzt da oben gebraucht. So, wie geht's in Flora, unserer eroberten Prunkperle? Naja, Prunkperle ist ein bisschen übertrieben, ne? Mit 1600 Einwohnern. Da ist ja Timisoara. Ist ja da größer mittlerweile. Und die haben eine Kirche. Beziehungsweise eine Kapelle, ne? Apropos Kirche. Wie schaut die eigentlich aus jetzt? Fertig in Thessaloniki. Schauen wir es uns mal an. Oh, sieht doch hübsch aus. Eine richtig schöne kleine Kirche. Kann man sich schon anschauen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir könnten hier die Fleischproduktion noch erhöhen. Haut zwar ein bisschen Salz raus, aber Salz ist ja mittlerweile nicht mehr das Problem. Wir haben ja durch unsere Entwicklungspunkte da einen entsprechenden Bonus bekommen. Wie schön. Genau, wie schön das ist, wenn man einen Bonus bekommt. So, jetzt pass auf. Oh, Sympathie. Ja, habe ich. Ja, habe ich. 82. So. Wieder Zeitraffer. Mein Gott. Zäh die Kiste. Zäh wie Leder. Wie schön. Na? Boah, immer noch nicht. Oh Gott. Ich habe nie aufgepasst, wie viele Wochen das sind, die man da gesperrt ist. Immer noch nicht. Woche 9. Woche 10. 2,9 Millionen auf dem Konto. Wie schön. Jawohl. So, nee, ich will jetzt keine Aufgabe. Ich will jetzt die Stadt. Ihr habt mir etwas anzubieten. So, und jetzt kriegst du, pass auf, du kriegst 300.000 dafür. Euer Angebot überzeugt mich nicht. Boah, Alter, ey. 300.000 reichen dem nicht. Das ist tapfer, oder? Seid gegrüßt. Ich würde euch gerne um einen Gefallen bitten. 30 Fisch? Bist du narrisch?
30 Fisch will der haben. Das ist amtlich. So, schauen wir mal, was der Konstant dahinter den Aufwärts bringt. Wenn der Fisch mitnimmt, dann nehme ich die Aufgabe. Nein, nimmt er nicht. Ist auch knallvoll wieder, mein Gott. Und jetzt ist die Aufgabe weg. Wie was soll's? Schön, wie euch schön. Zu sehen. Ach, was hier steht, wie lange es gesperrt ist. Mein Gott, ich muss bloß die Augen aufmachen, gell? Da wäre es so einfach. So, Angebot unterbreiten, oh, bevor sich's anders überlegt. Ihr habt mir etwas anzubieten. Nein. Okay, 500.000. Nicht 50.000, 500.000. Jawoll. Ach, war das zäh. Also, jetzt gehört der scheiß Laden uns. Perfekt. Perfekt, perfekt. Okay. Kann ich hier Honig produzieren? Nein, das geht nicht. Ich könnte Fisch produzieren. Will ich das? Nö, will ich eigentlich nicht, gell? Die Wolle ist eigentlich ganz okay, wenn ich das habe. Aber wir haben zu wenig Honig. Hm. Ja, lassen wir einfach mal so. Lassen wir mal so, mal schauen, was unser Händler macht. Unser konstanter Händler. So, jetzt pass auf. Halt, nee, nicht. Was mache ich denn? Schmann. Wir brauchen ja einen neuen Händler. Und wir brauchen ein paar neue Karren. Weil wir ja jetzt Izmir anbinden. Ne? Wir sollen ja Izmir versorgen. Also geben wir Gas. Warten, bis der ganze Blödsinn fertig ist. So, pass auf. Sophia. Izmir. Und du gehst von Sophia darüber wird's. Die Reise beginnt. Die Reise beginnt, genau. Und du nimmst einfach mal ein bisschen was mit. So, hat er einiges dabei. Jetzt bin ich gespannt, was Izmir überhaupt braucht. Das wissen wir natürlich nicht. Oh, ja, einiges brauchen die, so wie es aussieht. Ich glaube, da können wir richtig gut Geld machen hier mit den Kollegen. Da können wir richtig gut Geld verdienen. Oh nein, ihr schon wieder. Was? Jetzt hör mal auf. Wenn ich jetzt den Lader auch noch friedlich übernehmen muss, ach Gott, ey. Wozu wollt ihr mich schon wieder überreden? Sympathie will ich. Und du kriegst dafür Geld. Dieses Angebot scheint mir stimmig. Ja, ja. Ihr habt ein gutes Angebot für mich. Jetzt geht dieses Theater wieder los, Freunde. Das ist so übelst. Das ist echt übelst. Dieses. Da hau ich jetzt die ganze Kohle. Da hau ich jetzt die ganze Kohle raus. Die ganze Kohle, die ich hier verdiene, hau ich jetzt mit dem Scheiß hier raus. Wahnsinn. Wahnsinn. So, pass auf. Kriegst nochmal ein paar Karren mit. Jawohl, jetzt scheppert er hier mit 600 Waren darunter. Und jetzt bin ich gespannt. 3% haben wir aktuell. Na, jetzt sehe ich es wieder nicht. Ach, Mist. Jetzt war ich zu schnell. Na gut. Oh, die haben hier den Handelsweg, die Straße nochmal weiter ausgebaut hier. Das ist ja interessant, die Eudokia. Ja, das ist eine sehr schöne Straße. Hier dieser Steinfeldweg, den wir gebaut haben. Aber die Straße hier, die ist noch besser. Also die Eudokia hat hier offenbar ein paar Entwicklungspunkte investiert. Oh, da ist eine Aufgabe. Schnell, 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 komm, wir müssen da hin. Mach hin, mein Freund. Da ist eine Aufgabe. Stopp. Nein, jetzt ist die Aufgabe weg. Ach, verdammt. Ihr habt etwas mit mir zu besprechen? Ja, meist so das eine oder ihr andere, gell? Ihr habt ein gutes Angebot für mich? Ja. Ich will Sympathie, bitte. Und kriegst 100.000, weil es du bist. Dieses. Ja, dieses Angebot ist sensationell, ich weiß. So. Ey, das regt mich auf. Ich brauche hier irgendwie eine Militäreinheit oder sowas. Dann nehme ich jetzt einfach mal eine Fußtruppe.
Auf geht's! Und stell dir daneben hin, dass ich zumindest immer hier mit dem interagieren kann, mit dem Kollegen, ne? Das mache ich jetzt einfach mal. So, dann kann ich hier immer mit dem Quatscher. Ihr habt ein gutes Angebot für mich. Ja, hab ich. Pass auf, ich jetzt geiz ich mal. Jetzt kriegst du bloß 75.000. Dieses Angebot kann ich sicherlich annehmen. Das habe ich auch gemerkt, dass ich gegeizt habe, meine Herren. Na gut. Also ihr seht schon, Freunde, das ist ziemlich zäh, die Kiste. Aber gut, mal. Ich muss betonen, ich muss nochmal betonen, besser gesagt, dass das hier ja als Tutorial dient, ne, die Kampagne. Und wir haben ja noch keine Stadt erobert friedlich, laut Kampagne. Wir haben hier Thessaloniki uns geholt, allerdings halt auf nette Art und Weise, genauso wie Konstanta oder Budapest oder so, ne? Das ist ja alles auf nette Art und Weise geschehen, allerdings nicht auf Anweisung der Kampagne. Deswegen kann ich das dem Spiel jetzt nicht übel nehmen, dass man uns das hier versucht zu erklären. Und das dauert halt dann einfach, ne? Das heißt, wir waren jetzt quasi schon einen Schritt weiter. Aber, ja, mei, was soll ich sagen? Ist jetzt hoffentlich nicht allzu wild. Ich werde jetzt in der Pause. Ich werde in der Pause jetzt hier einfach nur nichts anderes tun, als Sympathie zu farmen bei dem Kollegen, dass es ein bisschen schneller geht. Weil ich glaube, die Mechanik ist klar. Also, das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Ich sage an euch wie immer herzlichen Dank fürs Dabeisein. Und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal hier wieder einschaltet, wenn es dann hoffentlich mit der Story weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.